Ich bin Daniel Fiss. Ich arbeite hier am Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik an der Hochschule Zittau-Görlitz. Beim Science Slam möchte ich euch über unsere aktuellen Forschungsarbeiten berichten. Diese betreffen die Transport- und Lagerbehälter, bekannt auch als Castoren, die dazu konstruiert wurden, den Kernbrennstoff aus den Kernkraftwerken aufzunehmen. Und nun geht es darum, in diese Castoren reinzuschauen und diesen Zustand oder das Inventar des Transport- und Lagerbehälters zu bewerten, ohne ihn zu öffnen. Das ermöglicht den Entscheidern, mit gutem Gewissen eine Transportgenehmigung bzw. eine Lagerverlängerung auszustellen. Mein Anliegen ist es, mit unseren Forschungsarbeiten Transparenz in diesen Prozess zu bringen und somit dieses emotional aufgeladene Thema der Kerntechnik zu entschärfen.